Also etwas ganz Neues ist das Buch nicht. So, was es macht, ist, dass es die bisher bekannten Dinge, und das sind eine Menge, in einen neuen Zusammenhang stellt. Und zwar in den Zusammenhang, dass Führen nicht isoliert zu betrachten ist, beispielsweise, sondern dass es im Zusammenhang mit den Folgen zu sehen ist. Und dass Folgen wiederum genauso eine Entscheidung ist oder ein wichtiger Aspekt des Ganzen ist wie das Führen selbst. Und das wird ganz häufig vernachlässigt. Es gibt Führungstheorien, es gibt Führungsinstrumente, es gibt Techniken, es gibt Haltungen, die beschrieben werden überall. Wenn es ums Folgen geht, wird es weniger mit der Literatur und mit den Hinweisen. Dass eine Führungskraft eine hehre Aufgabe hat, etwas weniger gut ausgestattete Menschen zu guten Zielen zu führen. Aber da steckt ja viel mehr drin, nämlich eine Führungskraft ist dem Erfolg des Unternehmens verpflichtet, nicht nur dem eigenen. Und der Erfolg des Unternehmens ist immer, dass die Substanz des Unternehmens gestärkt wird. Da muss der Blick drauf gerichtet werden. Und die Substanz eines Unternehmens ist durchweg der Mitarbeiter. Das heißt, eine Führungskraft ist dafür verantwortlich, letztlich, dass nach einem Jahr, nach 2 Jahren, nach 5 Jahren Führung durch eine Person, die Mitarbeiter, die sie sozusagen in Verantwortung hat, dass die weitergekommen sind, dass die in ihrer Substanz, in ihrem Selbstvertrauen, in ihren Fähigkeiten, in ihrer Performance weitergekommen sind. Das ist die Aufgabe von Führung. Nicht sich darüber zu beschweren, dass die Mitarbeiter wieder alles bremsen oder Zeit kosten oder sonst etwas.